Wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, eure Lemmingmanns, und ich heiße euch heute alle herzlichstens willkommen zu der Pilotfolge von Champions of Mortal Kombat. Heute wollte ich mich jetzt mal, ja, Du bist lassen wir also erstmal schwitzen. Technikfreak. Ich habe ein paar nette Spielzeuge. Und wer hat die entworfen? Ui, 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 da geht's ja schon richtig krass zur Sache. Junge. Ja, also ich bin echt jetzt, habe mir jetzt mal gedacht, okay, hey, komm, guckst du das mal an mit Mortal Kombat, und ich habe darauf gehofft, dieses Replay zu sehen, weil es sieht einfach nur geil aus, wie die sich hier gegenseitig in die Fresse boxen. Jax kriegt gerade, hat gerade ordentlich ein paar Schläge in die Magengrube bekommen. Takeda kriegt einen dicken Uppercut in die Fresse. Ich habe ja eine Zeit lang, ich habe 10 Jahre lang habe ich Kampfsport gemacht, habe dann aber auch am Ende habe ich dann aufgehört, um dann meiner Leidenschaft Football nachzugehen. Boah, da gibt's ein paar Schritte in die Eier. Oh, da hat er ihm den Ellenbogen gebrochen. Ihr könnt ja gerne. Oh, da hat Jax. Oh, das sieht nicht gut aus. Mit, ui, Jax hat eins in die Fresse gesteckt. Oh, da wird ein bisschen auf den Boden gekloppt. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, eigentlich so. Mit mir so als Kommentator dabei, werden ich. Alter, da kriegt der aber auch nochmal eine reingeballert. Man muss natürlich sagen, Jax ist ein wesentlicher Bulle im Gegensatz zu Takeda. Oh, guck mal hier, akrobatischem Höchstleistungen. Und das. Und die Laserschwerter werden rausgepackt, ne? So, jetzt wieder ein bisschen sehr ausgeglichen. Jax muss sich natürlich ranhalten, da er sonst verliert, ne? Aber ui, da hat er eben noch eine gegeben. Und da gibt es nochmal einen Tritt unten. Mal eher Bell. Oh, schön von Takeda. Schönes Ding auf jeden Fall. Aber Jax hat ihn. Und wenn er ihn einmal hat, dann gibt's auf die Fresse. Und zwar ordentlich. Final Round Fight. Oh, Takeda hat sich darüber nicht so aufgeregt. Der bleibt relativ ruhig. Das ist gut. Oh, da hat er den ausgetrickst. Oh, und Jax hier mit einer schön hoch. Hier im dunklen, toten Wald, da fliegen die Fetzen hier. Eieieiei, da gab's nochmal hier. Da, das haben sogar die Großeltern noch gefühlt, so wie der dem auf die Fresse gegeben hat. Jax gut rüber gesprungen. Oh, aber der gute Takeda, der macht's nochmal besser. Oh, aber kriegt dafür gleich die Quittung in die Fresse hinein. Mama sieht da, das tut nicht gut. Und wieder unten. Uiuiui. Schnelle Aktionen teilweise. Gut geflatscht von unserem lieben Jax. Mal gucken, was macht Jax jetzt. Der macht erstmal ein bisschen rum. Oh. Spektakulär sieht anders aus. Aber ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst eine Like-Bewertung, Abo da. Und ja, ich denke, wir können hier mit Champions of Mortal Kombat, kann man, denke ich, auf jeden Fall leben. Und so vielleicht einen Gegenpol zu Champions of Mortal damit starten. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam, auch mal so Kämpfer zu sehen. Ich weiß gar nicht mal, ob man Replays durch die Gegend mischen kann. Ist ja jetzt auch wurscht. Vielleicht werde ich auch mal mit ein paar Kumpels das zocken zusammen und dann daraus mal ein paar Videos machen. Je nachdem, ich bin immer offen für Wünsche und für Kämpfen, für Kampfeswünsche. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, bleibt dabei, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.